Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Julius auf Agonia. Und wir haben Großes vor, wir haben ganz Großes vor. Da hatte ich mich jetzt in der letzten Folge noch vorgedrückt, weil die Zeit auch einfach zu eng war. Ja, genau. Wir werden uns hier mal so ein bisschen um die Schemen kümmern. Ja, zerstörte Grabstätte ist unser Ziel. Wir haben hier 9 von 10. Was sind das nochmal? Waldläufer. Ich kann es mir nicht mehr. Waldläufer. Und da haben wir 10 von 10 Waldläufer. Und dann würde ich mal sagen, wir schicken die Leutchen nochmal hin. Ich speichere nochmal. Ich meine, ist das ein bisschen übertrieben, aber. Ich bin halt ein vorsichtig denkender Mensch. So, Angriffspunkt. Da. Angriffspunkt. Nein, nicht Fokuspunkt. Angriffspunkt auch. Da. Da bin ich ja mal gespannt. Huch, ob das was wird. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Müssten die nicht schon längst... Ah, da sind sie. Sie kommen. Frage ist, werden die das überstehen? Man setzt sich eifrig zur Wehr gegenüber diesen Schemen. Oh. Den hat man es gegeben. Das ist auch noch einer. Jawohl! Das nenne ich doch mal einen Schritt in die richtige Richtung. Juhu, wir haben die Schemen erledigt. Oh, Moment. Gegnerisches Lager zerstört. Sehr gut, sehr gut. Da hat sich dann das doch gelohnt, da mal etwas gezielter vorzugehen in dieser Richtung. Ja, cool. Folgendes. Moment, hier habe ich 9. Da habe ich Leute verloren, das macht aber nichts. Da kommen wieder neue dazu. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Zur Güte. Habe ich denn entsprechende Leute? Die Soldaten habe ich nicht viel. Kleinen Moment. Dann würde ich Folgendes machen, um die da so ein bisschen frei zu bekommen. Gehe ich da mal auf 0. Und den habe ich. Nein, gar nicht wahr. Und den habe ich 5. Die will ich nicht. Fortgeschrittene Soldaten waren diese. Dann war das doch nicht da, den Haken rauszunehmen. Da gehe ich erstmal auf 5. So. Okay. Militärcamp müssten, genau, die Waldläufer aufnehmen. Fortgeschrittene Soldaten benötige ich. Da brauche ich natürlich entsprechend erst einmal die Möglichkeit, Leute auszubilden. Was hier passiert. Fortgeschrittene Soldat, der braucht Holzschild und Eisenschwert. Drück mal auf 10. So, Eisenschwerter. Habe ich 2, 3. Das müsste klappen, aber mit dem Holzschild sieht es nicht ganz so gut aus. Wir haben aber eine entsprechende Werkstatt anzubieten. Da ist sie. Das war ein Zufallstreffer. Da gehe ich doch direkt mal so hin, dass wir sagen, hier 20 von den Teilen. Ja gut, Fackeln brauche ich jetzt nicht mehr ganz so dringend. Brauche sie schon, aber jetzt nicht, dass ich sage sofort, jetzt auf diese Minute und so. Das passt ganz gut. So, hier habe ich einen Wachturm, da habe ich was rum existieren. Veteranensoldaten, wow. Sind das tatsächlich meine Leute? Veteranensoldaten. Wir haben doch hier irgendwie Ärger. Nee, nicht mysteriöser Ort. Hier war doch auch, hier waren irgendwo auch Diebe, meine ich mich entsinnen zu können. Frage, komme ich da hin? Fragen über Fragen.
Auf die Schmiede. Ach, alles klar. Doch, nicht klar. Bin mir nicht gar nicht so sicher. Ach, hier wird ein Silberding. Nee, alles cool. Gut. Kann ich die auf Patrouille schicken? Geht das, wenn ich die hier hinschicken möchte? Sieht, glaube ich, ganz gut. Oh, jo. Die sind fix dabei. Hier habe ich Waldläufer 9 Stück an der Zahl. Okay. Und das sind... Achso, das ist die Geschichte. Alles klar. Okay, nee, die müssen auf jeden Fall hier bleiben. Jo, das war das Problem. Genau. Cool. Okay, die patrouillieren da jetzt so ein bisschen rum. Wobei, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil... eigentlich bräuchte ich die hier. Ich setze da mal hier so den Punkt hin. Weil ich komme, hier ist weiter nichts, hier ist nur ein mysteriöser Ort, hier komme ich sowieso nicht so ohne weiteres hin. Und die Angriffe kommen mehr aus der Ecke. Ja, hier habe ich ja das Problem, hier kann ich nichts bauen. Noch nicht. Und hier haben wir, ein Liebeslager, jo, genau. So sieht's aus. Okay. Wir haben uns mit einer Fraktion angefreundet. Das ist die. Und da müssen wir noch ran hier bei denen. Genau. Da hätte ich die 5 Soldaten schon mal so rumexistieren. Dann könnte ich aber hingehen und sagen, Patrouillenpunkt bitte schön hier. So. Das ist ganz angenehm. Und ich bräuchte, was habe ich hier noch an Leute? Veteransoldaten 5. Wenn das so ist. So. Genau, das passt. Sehr schön. Dann habe ich hier meine Waldläufer, genau. Und hier habe ich die Wächter. Oder die Wachen. Und nein, nicht für die Patrouille, Mensch. Das kann ich da drinnen aufsetzen? Das würde ich dann mal hier so hinsetzen wollen. So, geht. Och, wir haben schon wieder einen Gegnerschlag. Was ist es denn diesmal? Oh nein. Oh nein, es sind natürlich immer 2. Ja. Das macht aber nichts. Das macht gar nichts. Das ist sogar ganz gut. Wenn man so will. Ich werde hier meine Kampfesstärke ein wenig aufrüsten. Kriege ich da einen Weg hin? Ich hoffe. So, Moment. So. Hier sollen dann... die Kollegen hin. So.
die ich ja noch habe. Ne? Ist nicht so, als wenn ich nichts hätte. Okay. Die Veteranenwache wird von dem Schemen hier gerade verschreckt. Da wird es dann auch durchaus eilig mit der ganzen Geschichte hier. Folgendes. Sie da schon Ärger auf uns zukommen. Zwar nicht gerade wenig. Ich mache das mal wie folgt. Das ist ein bisschen nah. Ich weiß, aber wie ist dann halt so. Weg. Einmal so. Und diesen hier. Wenn gar nichts anderes geht. Könnte versucht sein, die jetzt schon zu attackieren. Ja, die habe ich hier, lasse ich hier patrouillieren von wegen, ne, Diebe und so, die wird es ja auch mal wieder geben. Und von daher dachte ich mir, vielleicht nicht verkehrt, wenn ich da so ein paar Soldaten schon mal da so ein bisschen rumrennen habe, die da auf Patrouille sind. Wie mache ich das so am schlechtesten? Ja, da einen Wachturm zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das kann man schon mal machen. Ich überlege dann halt, die Leute, die jetzt hier sind, eventuell zu diesem Wachturm dann zu schicken oder zu jenem, je nachdem, wer da gerade noch belegt werden muss. Und den Wachturm dann aufzugeben. Das ist so die Überlegung, die ich im Augenblick habe. Ja, ich schau mal. So, das ist die Sache mit den Wachtürmen. Dann haben wir irgendwo Handel und Wandel. Oh, 24 sind geliefert mittlerweile. Weitere sind auf dem Weg. Nun gut. So, wie viele Leute habe ich da? 4. Habe ich noch Rucksäcke? 10. Gildehaus. Wo bist du? Ausbildung. Gildehaus. So. Wir machen mal noch 5 davon. Okay. Entschuldigung. Der alte Freund der Räusper ist wieder da. Prost besser. So. Da wird noch ausgebildet. Immer noch Veteranenwache. Plus 1. Soldaten warte ich erstmal noch. Wie sieht es hier mit Bevölkerung aus? Einen Moment. Oh oh, ist nicht gut. Verdammt, Schemen.
Ja, die machen echt Ärger. Also die sind da ja schon, glaube ich, in der letzten Folge, haben wir da ja schon drüber gesprochen. Die sind nicht ganz ohne. Wie sieht's hier aus? Da sind Leute unterwegs. Hier auch. Dauert aber noch. So, wo wollte ich hin? Bevor ich wieder unterbrochen wurde. Verdammt, habe ich mir nicht gemerkt. Was habe ich hier? Einfach 5. Also, okay. Den Geistern hier rum. Die brauche ich aber nicht mehr. Okay, damit habe ich Leute frei. 15 Waldläufer jetzt mittlerweile, das ist cool. Ach, ich wollte zum Gildehaus. Habe ich das, was ich machen wollte, schon gemacht? Ich glaube nicht. Gildehaus. Genau. Da wollte ich mich etwas betätigen in diese Richtung. So. Okay. Achso, ja, noch was wollte ich machen. Genau. Das war noch viel wichtiger. Bevölkerung. Ein Wohnhaus wollte ich noch bauen. Na, das oder geht das nicht? Das sieht gut aus. Wie sieht es hier aus? Aktuell bla bla bla. Ein Dieb wurde enttarnt. Da geht es den Dieben an den Kragen. Das ist sehr cool. Ja, ja. Oh. Da gibt es dann. Da gab es so einen Veteran oder Elite, irgendwas sowas in der Größenordnung. Der ist jetzt aber auch Geschichte. Und was ist mit den Schemen? Zimmerer ist unterwegs. Hier wird schon eifrig gebastelt. So, Moment. Ist erstmal noch soweit in Ordnung. Jetzt hier freigeben. Das hat ja wunderbar geklappt. Wo sind die Herrschaften? Da kommen sie angedackelt. Das Eile tut Not. Na gut, besser als nix. Dann, wie sieht es denn hier mit Bergbau aus? Eisenerz 108. Kohle 130, ein bisschen Kupfer und Eisenbarren relativ wenig. Moment einmal. Hier habe ich eine Schmelzhütte, die produziert
Silber. So, genau. Da war hier was. Was ist hier los? Eisenproduktion. Keine Ressourcen. Dann ist hier Pause angesagt. Wir müssen jetzt hier nur noch die Sachen hier wegschaffen. Das Eisen, was da noch rumliegt. So. Lagerbestand. Okay. Achso, die machen beides, deswegen. Alles klar. Ja, okay. Schon wieder der Schemen, der dazu geschlagen hat. Würde ich ganz gerne noch loswerden. Da sind die nächsten. Oh mein Gott. Das ganze Gebiet ist das Schemen verseucht. So, die Leute sind unterwegs. Moment. Und theoretisch müssten die auch hier aus der nächsten... Genau. Aus dem nächsten Militärcamp kommen. Das warten wir noch immer. Oder ich sehe schon gerade, die Zeit ist schon wieder ein bisschen fortgeschritten. Ja, würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle erstmal für diese Folge Schluss. Die mein Vorgehen ja doch so einigermaßen gehauen. Hier habe ich bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Hier haben wir schon unseren Wachturm besetzt. Der Wachturm wird jetzt hier gleich besetzt. Dann sind die Leute entsprechend in genügend hoher Zahl vorhanden, um dann hier mit diesen Schemen ein klein wenig anzubändeln. Das passiert aber, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung, für deine Unterstützung. Das hilft mir hier sehr viel weiter. Vielen Dank, dass ihr mich hier begleitet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.